So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Ich habe ja Ende des letzten Jahres eine Community-Befragung gemacht, wo ich wissen wollte, was sind so eure beliebtesten Spiele im Jahr 2021 gewesen. Und eine Kategorie war auch die Vorfreude-Kategorie. Auf welche Spiele, die im Jahr 2022 rauskommen, freut ihr persönlich euch am meisten? Und das können natürlich ganz unterschiedliche Spiele sein. Entweder komplette Neuheiten, die es noch gar nicht gab, ne, irgendwelche angekündigten Kickstarter, die rauskommen sollen, oder Spiele, die schon auf Englisch erschienen sind, wo jetzt aber die deutsche Version von rauskommen soll, weil ihr eben sagt, naja, mit Englisch habe ich nicht so viel am Hut, und auch gerade wenn es sehr storygetriebene Spiele sind, dann ist es auch so, ja, man zieht zwar auf Englisch Informationen raus, aber so den ganzen Flair bekommt man nicht mit. Oder vielleicht, das war im letzten Jahr so, bei den Spielen, die hier ganz vorne mit dabei waren, sind es auch Spiele, die schon 2021 rausgekommen sind, wo aber die erste Auflage so zack verpufft ist und man es quasi nicht kaufen konnte, ihr es unbedingt gerne haben möchtet, und deswegen sind da jetzt vielleicht sogar auch schon Spiele drin, die eigentlich schon erschienen sind, wo jetzt aber alle auf den Reprint warten. Wir wissen ja, es gibt immer noch Lieferengpässe, Lieferprobleme. Manche Verlage haben auch gesagt, wir machen im Frühjahr gar keine Neujahrsankündigung, weil nur die ganzen Sachen rauskommen, die eigentlich letztes Jahr schon rauskommen sollten, und auch die Neujahr, die eigentlich fürs erste Quartal angedacht waren, kommen dann erst ja im zweiten Quartal oder Mitte des Jahres raus. Und ja, schauen wir doch einfach mal, auf welche Spiele ihr euch am meisten freut. Auf welche Spiele, ne, Karl, Flo und ich uns am meisten freuen, haben wir euch ja schon ein Video gezeigt. Aber jetzt sehen wir mal, was so eure meisterwartetsten Spiele sind. Auf Platz 10 habt ihr Golem gewählt von Cranio Creations von Simone Luciani. Das wird bei Asmodee auf Deutsch erscheinen oder von denen vertrieben werden. Die englische Version konnte man ja auch schon auf der Spiel kaufen. Die war, glaube ich, sogar bis Freitagmittag verfügbar. Ich habe das ja auch schon diverse Male hier auf dem Tisch gehabt, auch schon gespielt. Hat mir auch durchaus gut gefallen, wobei ich auch jetzt so nach 4-5 Partien damit ehrlicherweise durch bin. Aber die Partien hat es mich gut unterhalten. Ich habe da echt manchmal auch Partien sehr überraschend gewonnen, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass es so gut läuft. Und ja, ihr freut euch da jetzt eben auch sehr drauf. Auch das steht hier oben in der Ecke bei den Spielen, die ich bald nochmal auf den Tisch bringen möchte, um euch da einfach mal so ein Playthrough-Video zu machen, dass ihr einfach, ne, zugucken könnt, wie spielt man so zwei, drei Runden, dabei dann eben auch die Regeln lernt und dann eben auch, oder ne, schon mal seht, ne, das wieder Spiel von mir, und dann könnt ihr die Regeln deutlich einfacher lernen, wenn ihr schon mal gesehen habt, wie das so prinzipiell funktioniert. Und ja, das werden sich, glaube ich, viele Leute von euch holen, weil gerade von Simone Luciani sind natürlich auch sehr viele Leute wirklich große Fans, und dementsprechend ist natürlich auch neugierig drauf, ne? Geht das jetzt so Richtung Marco Polo, Lorenzo Magnifico, holt mich das auch so sehr ab oder vielleicht nicht? Wie gesagt, da dürft ihr euch durchaus drauf freuen, aber ihr könnt euch dazu halt schon Content auf meinem Kanal angucken, sowohl halt eben wirklich gespielt, wo wir das halt, ne, Let's Played haben und ich auch die Regeln erklärt habe, als auch in Gezockt-Videos, wo ich drüber geredet habe. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr wirklich ein ausführliches Let's Play-Video sehen wollt, wo ich dann wirklich so wieder 30, 40 Minuten so ein, zwei Runden vorspiele, oder ihr sagt, ja, wäre auch ganz spannend, aber da können wir auch in die Let's Play-Videos gucken, mach doch einfach ein Video, wo du halt, ne, auch irgendwie das Spiel aufgebaut hast und dann sagst, ne, das sind so die drei, vier Sachen, die mag ich an dem Spiel, das sind die Sachen, die ich nicht mag, da kann ich dann viel mehr rausholen, gib mir da gerne mal Feedback zu. So, auf Platz 9 ist dann Darwin's Journey, das sollte ja eigentlich schon im vierten Quartal 2021 rauskommen, dann wurde gesagt, na, es verschiebt sich leider produktionstechnisch auf das erste Quartal 2022. Ich habe jetzt gerade heute ein Update von Skellig Games bekommen, wo sie mir gezeigt haben, wie so die Timeline der aktuellen Projekte ist. Und Darwin's Journey steht da für Juni 2022 drin. Da werdet ihr euch also noch ein bisschen gedulden müssen. Ihr konntet das Spiel schon sehen. Ich habe davon einen sehr finalen Prototypen da, der eigentlich das komplette Spielmaterial enthält. Außer die 2-Personen- und 3-Personen-Spielerseite, sondern es ist nur das Spielfeld für 4 Personen drauf, was ein bisschen schwierig ist, das zu 2 zu spielen, wo so ein paar Sachen anders sind als ein 2-Personen-Spiel, aber es hat auch so trotzdem funktioniert. Ich habe das dann eben auch schon mit Flo gespielt. Bei dem war es ja auch Vorfreude Platz 1 fürs Jahr 2021, ne, wo es eigentlich kommen sollte. Und ja, haben wir gespielt. Ist, glaube ich, für Fans des Genres nicht schlecht. Ich persönlich habe ja gesagt, bei Darwin's Journey, das Ärgerliche daran ist halt, die Evolution fehlt so ein bisschen, so das wirklich innovativ Neue, aber es hat viele interessant verzahnte Mechanismen, also wie auch sowas in solchen Spielen steht, das ist schon gut gemacht, interessant gemacht. Ich habe das noch hier, ich werde das nochmal auf den Tisch bringen, dann werde ich euch auch da nochmal ein Video zu machen, wo ich das einfach, ne, einmal ausführlich vorspiele, so 20, 30 Minuten zeige, was es da so alles drin gibt, dass ihr eben wirklich entscheiden könnt, ob ihr es euch kaufen wollt, wenn es dann raus ist, oder, ne, Kickstarter dauert ja eben auch noch dementsprechend ein bisschen, oder vielleicht sagen, ja, es gibt auch ganz viele andere Eurogames, viele haben es natürlich auch gebackt, ich weiß gar nicht, ich habe mich mit dem Kickstarter nicht näher beschäftigt, weil beim Luciani Eurogame, ich sage, ja, nee, das, ne, wenn ich es irgendwo auf den Tisch bekomme, ist gut, aber das brauche ich nicht bei Kickstarter backen, aber es ist natürlich auch
auch schön für Eurogamer. Früher gab es ja auf Kickstarter nur diese krassen Miniaturenspiele und die Leute wurden da total abgeholt und der Eurogamer an sich hat so ein bisschen in die Röhre geguckt und mittlerweile gibt es ja auch da viele Spiele auf Kickstarter, wo es noch viele Upgrades gibt, viele Deluxe-Komponenten, viel extra Stuff, da freut man sich natürlich auch drüber, wenn man sowas in den Händen hat und da auch eine Version hat, die man so vielleicht Retail nicht im Laden bekommt, wobei ich das Konzept an sich nicht wirklich gut finde. Ne, ist halt immer schade, wenn ich jetzt gerade erst mit dem Hobby angefangen habe und stelle fest, okay, und da gab es dieses Spiel von mir auf Kickstarter, ich hätte das auch gern alles, ich war dann noch nicht im Hobby, verdammte Axt, warum kriege ich das jetzt nicht? Also ich habe keine Ahnung, wie das da bei Darwin's Journey aussieht, aber ihr freut euch da auf jeden Fall so sehr drauf, dass es hier auf Platz 9 gekommen ist. Auf Platz 8 ist dann Nemesis Lockdown. Das ist gerade in der Auslieferung. Die ersten Leute haben gesagt, dass sie ihre Version davon schon bekommen haben. Die englische Version. Die deutsche wird noch ein paar Wochen oder Monate auf sich warten müssen. Ich habe das Ding noch nicht. Bei mir wird es auch wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich es bekomme. Ich bin da auch sehr neugierig drauf. Flo freut sich da auch mega drauf. Ich mochte das normale Nemesis ja schon sehr. Das war meine All-Time Top 100 Liste auch sehr weit oben. Ich hoffe, dass sie das Konzept bei Nemesis Lockdown noch ein bisschen verbessert, noch ein bisschen verfeinert haben, dass man halt nicht mehr so sehr immer in den Regeln hängt, sondern sich ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren kann. Wie gesagt, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Sobald ich das hier habe, wird das hier auch auf dem Tisch landen. Wir werden das spielen, ihr könnt da zugucken, ihr werdet bestimmt auf anderen Kanälen da jetzt schon Infos zu finden. Aber ich bin wirklich mal gespannt, wie das auch eben bei mir im Vergleich zu dem ersten Nemesis abschneidet und ob wir da auch dann vielleicht in diesem oder nächsten Jahr noch einen neuen Kickstarter sehen mit noch irgendwie einer neuen Nemesis-Version. Wäre natürlich spannend, aber man muss ja nicht aus allem ein Zombie-Side machen, ne, wenn man das irgendwie da so ein, zwei tolle Ideen hatte und dann auch, naja, aber gut, Awaken Realms, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie sich eigentlich immer irgendwas Neues, Tolles, Interessantes ausdenken, wo immer das Konzept erstmal cool klingt und auch gut ist und dann auch das Spiel drumherum eigentlich auch ganz schick ist und ja, da kann man gespannt drauf sein und ihr freut euch auf Nemesis Lockdown mindestens ebenso sehr wie ich. So, dann ein Spiel, über das ich persönlich noch gar nichts gehört habe, bevor ich mich mit diesem Video auseinandergesetzt habe, und zwar Distilled. Da müssen wir halt verschiedene Alkoholika herstellen, irgendwie Wodka, Gin, Rum und müssen dazu halt irgendwie Ressourcen sammeln, können uns jede Runde irgendwelche Upgrades kaufen, indem wir irgendwelche Sachen toller und besser bauen können, haben aber auch nur, wollen halt irgendwie alles haben, damit wir irgendwie alles toll machen können, aber haben halt nur begrenzt Geld zur Verfügung, müssen also gucken, ne, worauf wir gehen und das soll sehr spaßig, sehr interessant sein, soll einen sehr hohen Wiederspielwert haben. Ich habe mir da gerade eine Rezension auf Boardgame durchgelesen, das soll auch sehr immersiv sein, also das ist nicht nur so, dass es halt wie bei vielen Hero Games ja einfach sehr mechanisch ist und dass ein Thema draufgeklatscht wurde, sondern das Thema wirklich gut mit den Mechaniken verwoben wurde. Und dass es eben auch relativ kurzweilig ist und man auf jeden Fall, wenn man möchte, da schnell viele Partien von spielen kann. Also da bin ich auch mal neugierig drauf, wie gut das dann ist, wie sehr mich das abholt, hat ein Komplexitätsrating von 3,0, hat aber auch insgesamt schon 133 Bewertungen, vielleicht gab es auch irgendwie mal eine Print-and-Play-Version oder dass man es irgendwie online spielen konnte oder so, oder vielleicht ist es irgendwo auch schon verfügbar. Ich guck rasch mal hier, ob es da schon einen deutschen Verlag gibt. Nee, noch nicht, Matago. Ja, vielleicht könnte das dann irgendwie von Pegasus vertrieben werden, aber ja, bin mal gespannt. Je nachdem, wie gut das dann ist, werden wir da bei dem Thema, ne, auch in Verlagen sitzen natürlich Leute, die auch sagen, ja, so guten Whisky, so einen guten Rum oder so, ne, gönne ich mir auch mal, die da also auch thematisch abgeholt werden und die dann sagen, hey, ne, wenn es ein gutes Spiel ist, würden wir das schon gerne auf Deutsch rausbringen. So, dann ein Spiel, das ich persönlich auf die 1 gesetzt hätte, wenn ich es noch nicht hätte, Imperium Classics oder auch Imperium Legends. Ein Mix aus Deckbauspiel und Civilization-Spiel, für mich persönlich mega gut, war auch in meiner All-Time-Top-Liste auf Platz 2. Gerade wenn man es Solo spielen möchte, eigentlich so das perfekte Solo-Spiel. Ich habe auch die allermeisten Partien, die ich davon gespielt habe, Solo gespielt. Ich möchte davon gerne noch viel, viel mehr Partien spielen, deswegen bin ich froh, wenn ich bald mit meinem Frühjahrsputz durch bin, auch diese ganzen Community-Videos gedreht sind, weil ich dann auch mal wieder Zeit habe, mich abends hinzusetzen, die Kamera anzumachen, das Ganze eben auch zu streamen, da könnt ihr auch dabei sein. Und das ist halt auf Englisch schon verfügbar. Es gab in der Spieleschmiede eine Kampagne dafür und das wird dann jetzt eben auch Mitte des Jahres irgendwann auf Deutsch rauskommen. Bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf, ne, dass das eben noch mehr Leute spielen können und da würde mich auch sehr interessieren, wie da so eure Meinung zu sind. Ich glaube, die allermeisten Leute, die es gespielt haben, fanden das auch wirklich gut und unterhaltsam. Und dementsprechend gucken wir mal, wo das beim Rating im Jahr 2023 ist, wenn wir hier halt wieder sitzen, ich euch die besten Spiele präsentiere. Es würde mich nicht wundern, wenn das in der einen oder anderen Kategorie auch noch weiter oben ist, ne, gerade bei den Solo-Spielen, vielleicht auch beim besten Spiel des Jahres, mal gucken. Ist schon speziell, das wird nicht jeden abholen, weil das Spiel auch so ein manchmal ein bisschen komisches Pacing hat, weil man sich erst so viel aufbaut, ein dünnes Deck hat und irgendwann muss man eine Aktion machen, wo man wieder alles einsammelt, wie ein großes Deck hat und dann gucken muss, wie komme ich damit zurecht. Aber allein diese 16 unterschiedlichen Fraktionen, die man spielen kann, die auch im Solo-Modus alle sich unterschiedlich spielen, wie ich jeweils gegen die spiele, das ist schon gut gemacht. Ich habe da mega viel Spaß
Spaß dran gehabt und freue mich sehr auf weitere Partien davon. Auch Solo, ne? Ich bin ja normal gar nicht so der Solo-Spieler bei dem Ding. Also zwei ist auch okay, aber mit drei oder vier Leuten braucht man das meiner Meinung nach nicht spielen. Aber Solo oder zu zweit wirklich echt ein gutes Ding. Auf Platz 5 habt ihr Endless Winter Paleo Americans gevotet. Das wird auf Deutsch bei Frosted Games erscheinen. Es ist auch wieder eine Kombination aus Worker Placement und Deckbau. Also ähnlich wie wir das ja bei Dune und Anak haben. Nur, dass es hier so sein soll, wie ich es mir auch eigentlich wünsche, dass ich halt irgendwie eine Aktion ausführe mit meinem Arbeiter und dann Karten spielen kann, um diese Aktion irgendwie zu beeinflussen. Ich bin super neugierig darauf, wie gut das funktioniert, wie gut mich als alten, passionierten Dominion-Spieler, der über 4000 Partien Dominion gespielt hat, abholt. Ich mochte ja Anak schon sehr gerne, Dune ein bisschen weniger, aber das waren ja auch beides so Spiele, die gesagt haben, ne, Worker Placement mit Deckbau, aber dieser Deckbau-Aspekt war schon wirklich eher relativ klein. Ich hoffe halt, dass der in Paleo deutlich größer wird und sobald das da ist, wird das hier auch sofort auf dem Tisch landen und dann werde ich euch auch ein Video dazu machen, wie ich die drei Spiele so ranke und auch wie ich die so unter dem Aspekt Worker Placement mit Deckbau kombiniert halt sehe, ne, halt Dune, Anak und Paleo Americans. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr erscheinen wird. Wie gesagt, bei allen Spielen, die jetzt hier rauskommen sollen, kann es natürlich immer sein, dass sie sich noch weiter verschieben, weil wir halt gerade Produktionsengpässe haben und das halt auch die Spielebranche richtig hart trifft. Aber drücken wir die Daumen. Auf Platz 4, und man möchte schon sagen, nur auf Platz 4, habt ihr Frosthaven gewählt. Vielleicht glauben einige nicht, dass es im Jahr 2022 rauskommen soll. Ich habe gerade mal auf BoardGameGeek geguckt. Da ist so der Tenor, dass es im zweiten Quartal 2022 ausgeliefert werden soll an die Bäcker. Auch da wird der Feuerland dann die deutsche Version von rausbringen. Da habe ich aktuell keine Infos, wie kurz danach das rauskommen wird. Ich glaube, die werden schon versuchen, das relativ zeitnah rauszubringen. Da wisst ihr wahrscheinlich mehr als ich. Aber alle, die das halt auf Englisch gebackt haben, weil sie auch vielleicht schon das erste Gloomhaven auf Englisch gespielt haben, können sich natürlich sehr darauf freuen, das dann in wenigen Monaten spielen zu können. Ich habe das nicht gebackt. Ne? Vielleicht kriege ich da ein Rezensionsexemplar. Dann gucke ich mir das an. Beziehungsweise wahrscheinlich wird sich das dann Karl mitnehmen und da einiges von spielen, weil das bei ihm ganz gut ankam und auch mit Annika ja Pranken des Löwen komplett durchgespielt hat. Und dann werden wir euch da auch ein bisschen Feedback zu geben und euch eben auch sagen können, wie gut ist das, was macht das, ne? Fängt man eher mit dem normalen Gloomhaven an oder mit Frosthaven. Die Charaktere sollen ja schon ein bisschen komplexer, dementsprechend auch interessanter sein, aber vielleicht auch nicht so ganz zugänglich für Leute, die das erste Mal spielen. Ich bin noch mal gespannt, wie das so mit dieser Stadtentwicklung funktioniert, die da auch ein Part von sein soll. Und wie gesagt, Gloomhaven ja jetzt mittlerweile seit einigen Jahren Platz 1 auf BoardGameGeek. Mal gucken, wo sich Frosthaven da einpendeln wird. Ich habe gerade mal geguckt, hat schon jetzt nur eine 6,8, da war halt auch viel Hate-Voting dabei. Aber wenn es wirklich da ist und es viele Leute spielen, ich bin mal gespannt, wie da so das Feedback ist, ob dann Leute sagen, ja, okay, es ist halt irgendwie genau wie Frosthaven, dementsprechend schon gut, aber ich gebe nicht ganz so eine gute Note. Oder ob die ganzen Gloomhaven-Fans sagen, boah, das ist ja noch geiler, noch besser, ist auch irgendwie hochvoten. Wir sind sehr gespannt. Ich habe in meinem Freundeskreis auch super viele Gloomhaven-Fans, die das auch richtig abfeiern. Ich mag das Spiel durchaus auch, aber ich habe da halt nicht die Zeit rein investieren können, um das wirklich so weit zu spielen. Das wird bei Frosthaven nicht anders sein. Ich bin da fast noch gespannt, ob es auch da einen kleinen Bruder geben wird, so wie ja Pranken des Löwen zu Gloomhaven, ob es dann auch irgendwas zu Frosthaven geben wird, irgendwie Pranken des Eisbären oder so. Wir sind gespannt. So, auf Platz 3 ist dann Arche Nova. Da haben sich auch sehr viele Leute drauf gefreut. Ich glaube, mittlerweile ist das wirklich sehr weit verfügbar. Das war vielleicht Ende des Jahres, wo diese Befragung losging, noch nicht der Fall. Oder vielleicht war es auch in manchen Läden einfach schon direkt wieder ausverkauft. Die Spieleburg hatte da sehr viele von, hat auch in sehr wenig Tagen sehr viele davon verkauft. Aber das ist auch ein Spiel, auf das ihr euch halt sehr freut. Wie gesagt, eigentlich müsste man das problemlos mittlerweile kaufen können. Kann natürlich sein, dass auch da der erste Printrun weg ist und man jetzt eben wartet, bis es wieder neu gedruckt wird. Aber ich glaube, das hat schon eine ganz gute Verfügbarkeit. Ne, hat ja auch bei den Expertenspielen hier den ersten Platz abgeräumt, dass es euch da eben auch richtig, richtig gut gefallen hat. Und ja, wie gesagt, das ist ja für die meisten eine Neuheit, die nicht in allzu weiter Ferne liegt. Anders ist es mit Platz 2, ein Spiel, das auch super beliebt ist, das hier auch schon in einigen Kategorien relativ weit nach oben gevotet wurde, obwohl es die deutsche Version noch gar nicht gibt, und zwar Cascadia. Quasi der Nachfolger von Calico, zumindest vom gleichen Design-Team. Funktioniert mechanisch schon so ein bisschen anders, aber mit diesem, ne, ich lege so Plättchen aneinander und baue da halt, ne, irgendwie mir so eine Auslage aus, geht schon so ein bisschen in die Richtung. Wer Calico mochte, wird Cascadia wahrscheinlich auch mögen. Wer Calico nicht mochte, könnte sich Cascadia trotzdem angucken, weil ich fand das schön. Also ich mag Calico tatsächlich auch durchaus gerne, auch wenn es irgendwie ein, zwei kleine Schwächen hat, aber es ist
finde ich interessant zu spielen. Ich habe immer wieder Spaß dran. Und Cascadia hat mir persönlich noch einen Ticken besser gefallen. Auch da bauen wir uns halt so eine Auslage, so einen Landshop, wo wir auch irgendwie Tiere reinholen. Die Tiere wollen halt irgendwie was anderes. Sie müssen halt irgendwie deren Vorgaben erfüllen, um da viele Punkte rauszuholen. Wir müssen halt auch mal gucken, gehe ich jetzt hier mehr auf die Tiere, mehr auf die Landschaft? Kann ich das irgendwie gut kombinieren? Auch da wieder das Dilemma, das wir auch bei Calico schon mochten. Und das wird jetzt eben im Frühjahr 2022 bei Cosmos erscheinen. Und dann können das noch mehr Leute spielen. Da bin ich mal sehr gespannt, wo dieses Spiel dann in den ganzen anderen Listen im Jahr 2023 auftauchen wird, wenn wir hier wieder sitzen und ich euch wieder die Ergebnisse präsentieren werde. So, und auf Platz 1, das meist erwartete Spiel meiner Community im Jahr 2022 ist Schlafende Götter. Da kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, dass man da auf die deutsche Version wartet, weil es ja so ist, ne? Ich meine, viele in Deutschland können ja schon Englisch, manche besser, manche schlechter, für manche ist es gar nicht so anstrengend, andere sagen so, wenn ich schon irgendwie auf der Arbeit den ganzen Tag mich irgendwie geistig verausgabt habe, brauche ich das nicht noch irgendwie, wenn ich einen Text in der fremden Sprache habe und auch gerade noch ein Spiel spiele, das halt sehr stark eben auch von der Geschichte, der Atmosphäre lebt. Ich kann Englisch eigentlich ganz gut, ich gucke viele Filme und Serien auf Englisch und verstehe da eigentlich auch immer alles, aber auch gerade in solchen geschriebenen Texten, die auch durch das, was halt geschrieben wurde, viel Stimmung, viel Atmosphäre erzeugen sollen. Wie Flo es immer so schön sagt, man saugt da so die Informationen raus, aber die Atmosphäre kommt nicht ganz drüber. Außer natürlich, wenn man es mit Karl spielt, der es einfach Deutsch wie Englisch vorlesen kann. Ich habe Schlafende Götter mit Karl gespielt und ich hatte quasi die deutsche Version davon, weil er es halt so on the fly übersetzen konnte alles. Ich habe es dann auch mal eine Runde gespielt, die nicht so, also auch alle gut in Englisch waren, aber nicht auf dem Level, wie es Karl ist. Und da war das auch schon ein anderes Erlebnis und ich würde das auch gerne weiterspielen, weil mir das echt viel Spaß gemacht. Das ist ja, hat mich so ein bisschen immer an Zelda The Wind Waker erinnert. Wir haben halt unser Schiff fahren damit halt durch die Gegend, erleben irgendwie überall Abenteuer und es hat eben auch so ein Storybuch und das hat der Ryan Lorcan ja schon oft probiert, dass er halt so Story mit Spiel kombiniert hat und das hat bei oben und unten, finde ich, überhaupt nicht funktioniert, weil das so völlig getrennt war, nichts mehr damit zu tun hatte. Bei Nah und Fern war das auch irgendwie so mehr halbgar, aber bei Schlafende Götter ist es genau das richtige Maß zwischen Spiel und Story und die Story steht eindeutig im Vordergrund und so eine Kampagne hat man halt auch in 10, 12 Stunden durch, das heißt, die kann man eben auch wirklich durchspielen, hat trotzdem so ein Open-World-Feeling, also war ja auch in meinen Top 3 des Jahres 2021, mag ich auch richtig gerne und ich habe dafür teuer Geld auch die englische Version geholt, weil ich einfach super neugierig drauf war, es viele Vorschusslorbeeren bekommen hat und auch viele gute Ratings auf vielen englischen Kanälen und ich wollte es einfach spielen, es hat sich gelohnt, dass ich hatte viel Spaß damit. Ich werde mir aber trotzdem dann die deutsche Version davon auch noch holen, um die dann auch einfach spielen zu können. Mal gucken, wie oft die wirklich auf den Tisch kommt, aber es lohnt sich einfach. Es ist ein cooles Spiel. Ihr freut euch da auch sehr drauf. Und ja, das waren eure meisterwartetsten Spiele im Jahr 2022. Ich sage vielen Dank an alle, die bei der Umfrage teilgenommen haben und sage auch vielen Dank fürs Zugucken. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr nicht getan habt. Hier gibt es viele Toplisten, viele Videos, viele Live-Let's Plays, viele Playthrough-Videos. Ab und zu auch mal irgendwie ein Gewinnspiel, wo ihr dann irgendwie ein Spiel gewinnen könnt, was dann live im Chat verlost wird. Also schaut da gerne mal rein. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss.